Der zweite Preis der Otto Brenner Stiftung dotiert mit 5000 Euro für Fritz Schaab und seine Artikelserie im Spiegel über die Menschen und den Krieg in Syrien. Und für die Laudatio darf ich jetzt aus der Jury Bettina Gauss auf die Bühne bitten, politische Korrespondentin der Taz. Geehrt und ich weiß, dass sich das anhört wie eine Phrase, aber es ist keine. Ich fühle mich geehrt, dass ich im Namen der Jury die Laudatio für Fritz Schaab halten darf, der heute, Sie sagten es, für seine dreiteilige Serie über den Alltag im vom Krieg gebeutelten Syrien den zweiten Platz im Wettbewerb Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus erhält. 7 Jahre habe ich selbst als Kriegsberichterstatterin gearbeitet, nämlich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts als Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika. Und es ist mir niemals, glauben Sie mir, das Eingeständnis fällt mir nicht leicht, es ist mir niemals gelungen, so dicht an Protagonisten heranzukommen, wie Fritz Schaab das gelungen ist. Was nicht daran liegt, dass ich es nicht versucht hätte. Natürlich habe ich es versucht, das ist ja schließlich der Kern dessen, was Kriegsberichterstattung günstigstenfalls leisten kann. Verständnis für die und Toleranz gegenüber den Opfern eines militärischen Konflikts zu erwecken. Aber die Bevölkerung eines Krisengebietes scheint im Regelfall sehr weit von uns weg zu sein. Krieg, so die Jury, ist der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung in friedlichen Ländern fern. Unheimlich, in seinen Konsequenzen schwer vorstellbar. Wenn ein Krieg dann noch in einem Land mit fremder Kultur, für uns fremder Kultur stattfindet, dann rückt er endgültig in den Bereich des Unfassbaren, Unbegreiflichen, es sei denn, ein Autor wie Fritz Schaab nimmt sich des Themas an. Nach Auffassung der Jury gelingt es, Zitat, ganz selten jemandem so eindringlich wie diesem freiberuflich tätigen Journalisten, seinen Leserinnen und Lesern die Gefühle, Lebensbedingungen, Motive der Bevölkerung in einem Kriegsgebiet nahezubringen. Zitat Ende. Das ist wahr. Schaab urteilt nicht oder nur selten, schon gar nicht aus einer vermeintlichen überlegenen moralischen Position heraus. Er beschreibt, und er begegnet seinen Protagonisten grundsätzlich zunächst einmal mit Respekt und mit dem Wunsch, sie und ihr Handeln zu verstehen. Was dazu führt, dass auch wir, die Leserinnen und Leser, eine ähnliche Haltung einnehmen, wenn wir denn bereit sind, uns auf die Texte einzulassen. Es ist eine große Leistung, wenn einem Autor das gelingt, vor allem in einer Zeit, in der vielfach Etiketten wie Religionszugehörigkeit, Nationalität oder Ethnie genügen, um jemanden in eine Schublade zu stecken. Fritz Schaab leistet, und das finde ich kein zu groß gewähltes Wort, einen konkreten Beitrag zur Völkerverständigung. Seine dreiteilige Reportage wurde vom Spiegel veröffentlicht und bringt uns vom Krieg gezeichnete Menschen, wie beispielsweise einen Barkeeper, einen Fleischer oder eine Architektin, so nahe als, Zitat der Jury, als handle es sich um mehr oder minder vertraute Nachbarn. Plötzlich ist das Grauen im fernen Syrien gar nicht mehr fern, sondern nah und fast spürbar. Die Jury des Otto-Brenner-Preises war und ist beeindruckt. Für sie sind die Texte von Fritz Schaab Kriegsberichterstattung im besten Sinne des Wortes. Deshalb bekommt auch er den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus 2017. Ich freue mich und ich gratuliere. Fritz Schaab, kommen Sie zu uns. Herzlichen Dank.
Ja, Fritz Schaap, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Ist egal, Sie können. Ja, ja, gehen beide. Dankeschön. Doch. Geht. Sie sind tief in das Leben, in den Alltag der Menschen in Syrien eingetaucht. Sie sind zum Beispiel mit einer Gruppe junger Leute raus zum Wandern gefahren. Sie haben sie auch beim Feiern begleitet in Damaskus. Sie haben auch mit Assad-Gegnern gesprochen, die sich verstecken müssen, mit Vertretern der regimetreuen Milizen. Was hat dieser Krieg, der ja jetzt schon 6 Jahre andauert, aus dem Land, aus den Menschen gemacht? Das war ja so ein bisschen die Grundidee hinter den Geschichten. Also die Stimmen wurden immer lauter zu dem Zeitpunkt, dass Assad der Einzige ist, der so ein bisschen staatliche Struktur zumindest in rudimentärem Maße garantieren kann. Und wir wollten eigentlich zeigen, wie sehr dieser 5 Jahre Krieg, mehr als 5 zu dem Zeitpunkt, das Land eigentlich schon zersplittert hat. Und zwar nicht nur militärisch, sondern einfach auch sozial, wie tief die Gräben zwischen den Leuten sind und in den Leuten auch. Also nicht nur, wie zerstört das Land ist, sondern wie traumatisiert eigentlich die Bevölkerung und wie schwer deswegen eigentlich mehr ein Wiederaufbau wird, anstatt tatsächlich der physische Wiederaufbau. Das ist eine unglaublich verfahrene und komplexe Lage, die Sie schildern. Die Menschen leiden natürlich furchtbar darunter. Sie haben sich aber auch irgendwie eingerichtet in dieser Lage, notgedrungen. Sehen Sie irgendeine Chance für eine Befriedung des Landes in der näheren Zukunft angesichts dieser Situation, wie Sie sie schildern? Aber wenn Sie mir jemanden zeigen können, der die Frage beantworten kann, dann müssen Sie mir den vorstellen. Nee, eigentlich sehe ich es genauso kompliziert wie damals, als wir da waren, eigentlich noch ein bisschen mehr, denn militärisch gesehen sind noch mehr Spieler im Land. Mittlerweile ist die Türkei im Norden, die Amerikaner haben mehrere tausend Mann schätzungsweise im Norden mittlerweile stationiert, also die internationalen geopolitischen Player, die mittlerweile in Syrien on the ground sind mehr geworden, was eine Lösung eigentlich, denke ich, eher schwerer machen wird. Die Nachrichten über neue Tote, die sind den meisten Medien inzwischen nicht mehr als eine kurze Meldung wert. Hat der Rest der Welt Syrien schon vergessen? Ich hoffe nicht. Ich habe auch nicht, also ich finde nicht, dass Syrien so hinten heruntergefallen ist in der Berichterstattung. Es ist, kriegt nicht den Platz, den es kriegen sollte, aber es gibt Gott sei Dank, wenn Christoph Reuter zum Beispiel anschaut beim Spiegel, der mit einem Wissen und einer Energie nach wie vor Syrien-Berichterstattung macht, die auch international seinesgleichen sucht, hoffe ich nicht, dass dieser Konflikt in Vergessenheit ist. Es gibt noch mehrere Leute, die da wirklich große Arbeit leisten und ich hoffe nicht, dass der Konflikt da. Herzlichen Dank, Dankeschön. Fritz Schaap. Thank you.